Ja, hi. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Thomas Klein und heute soll es mal gehen um das Thema dedizierte E-Mail-Server. Und dedizierte E-Mail-Server, das ist ganz besonders wichtig für Marketing, ja, und Vertrieb, logischerweise. Und auch deshalb so wichtig, weil natürlich es immer mehr E-Mails auf der Welt prinzipiell gibt und immer mehr E-Mail-Marketing tendenziell immer mehr wird, ja, und das heißt, dass ja deine potenziellen Kunden und Interessenten auch tendenziell immer mehr Spam bekommen, also immer mehr E-Mails bekommen, ja, was davon jetzt Spam ist und was nicht, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Und eben auch sich jetzt sozusagen die E-Mail-Service-Provider natürlich auch immer weiter spezialisieren müssen und immer strenger auch werden müssen mit diesen Spam-Regularien, ja, auch mit diesen automatischen Spam-Schranken, die sie halt eingebaut haben in ihren Systemen, weil die können ja den Spam nicht händisch irgendwie wegleiten oder Sandboxen, oder das sind jetzt alles so Wörter, die du vielleicht nicht verstehst, aber gut. Auf jeden Fall, um es ganz simpel auszudrücken, es gibt immer mehr Spam, es gibt immer mehr E-Mails und es gibt immer mehr E-Mail-Service-Provider, das sind jetzt zum Beispiel Google, Yahoo und wie sie alle heißen, ja, Microsoft, die sich immer wieder Neues, immer wieder was einfallen lassen, damit sie eben nur die ganz guten E-Mails durchlassen. Ja, und das ist ja bei uns beim E-Mail-Marketing immer so eine Sache, na, dass unsere E-Mails selbst nach einem Double Opt-In teilweise eben nicht da ankommen, wo wir sie gerne hätten. Das hängt dann letztendlich auch damit zusammen, und da kommen wir jetzt drauf, welchen E-Mail-Server ich denn nutze. Ja, oder welches E-Mail-Tool oder welche E-Mail-Software und so weiter. Und da ist es eben ganz entscheidend, wenn man jetzt mehrere E-Mails versendet, und besonders ja, als Unternehmen kommt man da mal schnell in die Region 10.000 und oder Zehntausende von E-Mails oder Kunden, ja, je nachdem. Und dann ist es eben ganz wichtig, dass man hier dedizierte E-Mail-Server benutzt und am besten vielleicht unterschiedliche. Warum? Weil ein dedizierter E-Mail-Server bedeutet dediziert, das heißt eine IP-Adresse für einen Server. Ja? Also du versendest von einer IP-Adresse. Eine IP-Adresse ist sozusagen wie ein Hausnummernschild oder ein Nummernschild von deinem Auto. Das ist also ein Unique Identifier, also eine einzigartige ein Adresscode, den es nur ein einziges Mal gibt. Und von daher musst du dir schon mal diesen Server mit niemand anderen teilen. Ja, also nur du versendest von dieser IP-Adresse E-Mails. Das ist schon mal der Punkt Nummer 1, schon mal super. Und der Punkt Nummer 2 ist, dass du bei sehr guten E-Mail-Software-Providern, wie zum Beispiel Clicktip, ja, kannst du hier mal kurz hier unten den Link draufklicken und dann dir das selber mal auch anschauen, kannst du dir bis zu 60, ja, bis zu 60 dedizierte E-Mail-Server dort mieten. Also das ist wirklich eine ganze, ganze Menge. Also wenn du jetzt Hunderttausende von Kontakten hast, ja, dann kannst du da immer noch reichen, diese 60 dedizierten E-Mail-Server. Und es sind dann natürlich noch ganz viele Optimierungsprozesse, ganz viele technische Raffinessen dahinter, die jetzt diese Software Clicktip in dem Beispiel, es gibt auch andere gute Software, gar kein Thema, wie zum Beispiel GetResponse und so weiter, die da hinten im Hintergrund noch stattfinden, ja, aber da wollen wir jetzt natürlich nicht in die technische Tiefe hineingehen, das würde dich wahrscheinlich jetzt hier vollkommen überfordern. Und ja, und es gibt natürlich auch noch ein paar ganz gute Side-Effects, also es gibt noch ein paar ganz gute zusätzliche Features, die du bekommst, wenn du jetzt das zum Beispiel bei Clicktip dir mal anschaust.
Da musst du das Enterprise-Paket nehmen. Genau, und da gibt es dann zum Beispiel noch, was gibt es denn noch alles? Diese ganzen Produkte, wenn du zum Beispiel Produkte verkaufen willst, ja, also Digistore-Produkte, Digistore 24 heißt das, genau, Affilicon und WuFu-Formulare, und das ist alles quasi unlimited. Ja, also du kannst so vieles Produkte, so viel machen, wie du willst. Das ist einfach alles unlimited bei dieser Enterprise Edition. Das ist sozusagen das Höchste, was es gibt. Ja, das Professionellste. Und ja, alle möglichen E-Mail-Countdowns und so weiter. Das brauchen die allermeisten vielleicht gar nicht. Aber es ist natürlich auch sehr wichtig, dass man eben hier keine Limite mehr hat. Ja, wenn man eben auch diese Massen von E-Mails hat, dann hat man in der Regel auch mehrere Produkte und mehrere Kategorien von Produkten und so weiter. Muss ich also hier nicht mehr um irgendwelche Limite Gedanken machen. Hol dir jetzt einfach mal, schau dir jetzt einfach mal genau den Webinar an, da wo auch einiges noch erklärt ist, auch für Neulinge und Anfänger ganz wichtig. Und wenn du dieses Webinar reingezogen hast, dann kriegst du sozusagen dieses 1 Euro, soweit ich weiß, ist es immer noch so, 1 Euro einen Monat Test, kannst du dir dann sozusagen dich dort einloggen. So ein Spezial-Sonderangebot, aber das kriegst du eben nur, wenn du dieses Webinar angeschaut hast. Das ist halt das. Aber klick einfach hier unten drauf, da ist den Link mit diesem Webinar-Link und schau es einfach an. Und dann kriegst du eben diesen Sonderangebot. Ich glaube, das ist noch so, ich weiß nicht mehr wie lange, aber es ist auf alle Fälle jetzt schon eine Weile, und ich habe es auch gemacht. Das ist einfach super, ja? Weil du nämlich, egal welches Paket du nimmst, Standard, Premium, Deluxe gibt es noch und Profis, Enterprise, genau. Das eben, wovon wir jetzt hier reden, mit diesen dedizierten E-Mail-Servern. Und das kostet immer nur 1 Euro für den ersten Monat. Ja, es ist egal, welches Paket du nimmst. Und dann, wenn du eben dabei bleiben möchtest, du kannst es jederzeit kündigen wieder und so weiter. Oder auch ab- oder downgraden jederzeit, ohne irgendwelche Fristen. Das ist einfach super flexibel und das ist wirklich sehr, sehr wichtig, weil manchmal einfach die Anforderungen sehr schnell ändern können. Ne? Deine Kunden. Du hast vielleicht einen neuen Kunden und so weiter, und plötzlich willst du das up- oder downgraden, ja, wo dann kannst du es einfach so machen, ja, und super wichtig. Und das ganze neue Redesign, was die auch gemacht haben, also super einfach zu handhaben und zu verstehen. Und dieses ganze Setup, also dieses ganze Installieren und Integrieren, auch in diese dedizierten Server und so weiter, das macht alles diese Software, ja, alle die Leute bei Clicktip, ja. Und da musst du gar nichts machen. Und das sind einfach so Sachen, wo kleine Unternehmer, auch Mittelständler, die teilweise ihre ganze IT sowieso schon abgegeben haben, ja, weil sie einfach mit ihrem Tagesgeschäft so busy sind, dass sie mit diesem ganzen IT-Kram überhaupt keinen Nerv haben, keine Zeit, ja, und haben es einfach abgegeben für eine kleine Gebühr an irgendein kleines Systemhaus, und die erledigen einfach alles, ja, und die wollen einfach nur, dass es läuft. Genauso ist eben dieses Click-Tip-Tool auch, ja. Selbe Prinzip dahinter. Also hol dir jetzt einfach mal, oder was heißt hol dir, klick einfach mal unten auf den Link, dann kannst du dir den Webinar anschauen und dann kannst du dir dieses 1-Euro-Paket mal holen. Und ja, und dann lass es mich einfach wissen, ob dir das auch so gut gefällt, und wenn nicht, lass es mich auch wissen, und dann bis zum nächsten Mal. Ja, wünsche viel Spaß, viel Erfolg weiterhin im Verkaufen, und bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein. Tschüss.